Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Und die wird mal wieder präsentiert von instantgaming.com, meinem Dauersponsor. Schaut da unten mal vorbei, da läuft gerade wieder das April-Gewinnspiel. Und auch diesen Monat könnt ihr euch wieder aussuchen, was es da so Schönes gibt. Aber jetzt legen wir los mit der News. Kommen wir mal zum Allgemeinteil und dieses Jahr findet endlich auch wieder die E3 statt. Vom 12. bis 15. Juni haben sich einige Hersteller zusammengetan, um eine große Show abzuliefern, darunter Nintendo und Microsoft. Sony allerdings wird wohl nicht dabei sein, aber es kommen noch andere Hersteller dazu, wie schon bestätigt zum Beispiel Capcom. Ich bin mal gespannt, was es dieses Jahr geben wird über die 3 Tage E3. Wir werden das hier auf jeden Fall alles live streamen. Also schaltet hier ein auf youtube.com/nerdovernews. Alle wollen sie haben, aber keiner kann sie bekommen, denn die Teile sind immer noch knapp. Und Foxconn, der Hersteller von der PlayStation 5, Xbox Series X und auch Apple Smartphones, hat jetzt gesagt, das wird wohl auch noch eine Weile dauern. Mindestens bis Mitte 2022 werden die Teile wohl knapp bleiben, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und einigen anderen Sachen, die gerade so in der Welt abgehen. Das heißt, wenn ihr glücklicher Besitzer einer der Next-Gen-Konsolen sein wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten. Auch wenn die Situation sich leicht gebessert hat, wird es wohl immer noch knapp bleiben. Microsoft lässt sich nicht lumpen und bringt einige neue Features in den Game Pass. So gibt es jetzt die Play with Friends Funktion. Und die ist sehr interessant, da ja mit dem Game Pass im Grunde genommen dieselben Spiele für alle Spieler zur Verfügung stehen. Play with Friends ermöglicht es euch, das Spiel, was gerade ein Freund spielt, direkt runterzuladen oder wenn er Multiplayer spielt, direkt reinzujoinen, ohne größere Wartezeiten. Und das ist eine ziemlich coole Funktion und macht den Game Pass noch ein bisschen attraktiver, denn man kann davon ausgehen, dass alle dieselben Spiele haben. Coole Sache auf jeden Fall, cooles Ding von Microsoft und ich bin echt gespannt, was man die nächsten Jahre damit noch so anstellen wird. Erst war es ein Scherz von der Community und dann gab es ihn offiziell, den Xbox Series X Kühlschrank. Und ja, die Konsole hat ja durchaus Ähnlichkeit mit so einem Teil. Aber es gibt jetzt eine Neuigkeit von Microsoft, denn dieser Kühlschrank wird jetzt richtig hergestellt. Also den könnt ihr bald wirklich kaufen. Leider nicht in der Größe eines amerikanischen Riesenkühlschranks, aber immerhin als Miniaturversion. Und das wurde auch süffisant von dem Schauspieler Dwayne Johnson dargestellt. Und ja, das Ding geht wohl bald in Produktion. Stückzahlen hat Microsoft zwar bis jetzt noch nicht genannt, aber ich bin schon mal gespannt, wie viele von euch so ein Ding kassieren werden. Wahrscheinlich ist er besser verfügbar als die aktuellen Konsolen. Der PlayStation 3 Store, der PSP Store und der PlayStation Vita Store werden ja bald geschlossen und jetzt hat man mal ausgerechnet, wie viele Spiele für immer flöten gehen. 139 Stück sind es an der Zahl und viele Namen sagen einem nichts, aber es gibt auch größere Namen, wie zum Beispiel Bomberman Ultra und MotorStorm RC. Wenn ihr diese Spiele haben wollt, dann müsst ihr sie jetzt noch runterladen, denn danach sind sie nicht mehr verfügbar, insofern ihr sie euch noch nicht gekauft habt. Also schauen wir mal, was so in Zukunft im digitalen Zeitalter noch so auf uns zukommen wird. Ich sage ja immer wieder, Retail-Spiele sind wohl am Ende das einzig Wahre. In der Hoffnung, dass es dann auch noch die passenden Updates auf den Servern zur Verfügung gibt. Letzte Woche hat es für die News nicht mehr gepasst, aber jetzt gibt es die neuen Spiele des PlayStation Plus Abonnements für euch in der Übersicht. Und als allererstes starten wir mal damit Days Gone. Und das ist ja mein Favoritenspiel 2019 gewesen und ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr schon PlayStation 5 Besitzer seid, dann gibt es außerdem höhere Grafikoptionen und 60 Frames. Das nächste Ding ist Zombie Army 4, ab 18, also passt auf, falls ihr euch das runterladet und vielleicht noch nicht alt genug seid, aber auf jeden Fall ein lustiger Koop-Shooter, den ihr euch auf jeden Fall geben solltet. Zu guter Letzt gibt es natürlich noch Oddworld Soulstorm und das ist ein niegelnagelneues Spiel, was auch wieder diesen Monat in den PlayStation Pass kommt. Und das sollte man sich auf jeden Fall gönnen, denn Oddworld gibt es schon seit der PlayStation 1 und war immer eine mehr oder minder erfolgreiche Marke. Aber auf jeden Fall mit einer ganzen Menge gute Laune-Potenzial. Endlich mal eine interessante Nerd-News mit Nintendo-Themen, denn Nintendo hat heute mit Namco Bandai angekündigt, dass ein neuer
99 Ableger kommen wird. Tetris 99 kennen wir ja alle, das ist das Battle Royale im Tetris-Universum, aber es gibt jetzt Pac-Man 99. Und das ist sehr interessant, denn ihr könnt verschlungene Geister auf den Gegner losschicken und je nachdem, wie weit die kommen, scheiden die halt zuerst aus. Sollte man auf jeden Fall probieren, ist für alle Nintendo Switch Online-Besitzer kostenlos und eigentlich ein unverwüstliches Spielprinzip. Ich hoffe einfach mal, dass man da noch ein bisschen mehr draus macht. Es gibt ja noch Arcade-Klassiker zuhauf, die dafür verfügbar wären. Zelda hat 35. Geburtstag und wir erfahren eigentlich so gut wie gar nichts darüber. Außer, dass eventuell da doch noch ein bisschen was kommen könnte. Das behauptet zumindest Jeff Grubb jetzt im neuesten Game Mess Podcast. Der wurde nämlich nach Metroid Prime 4 gefragt und er sagt, naja, zu dieser E3 wird das vielleicht noch ein bisschen knapp, da ist man noch nicht weit genug. Aber das ist auch egal, denn man müsste ja noch die ganzen neuen Zelda-Remakes ankündigen. Und damit hat er indirekt eigentlich bestätigt, dass Nintendo an einigen arbeitet. Und das wäre ja auch nur logisch. Die Link's Awakening Engine ist eigentlich auch für die ganzen alten Titel gut brauchbar. Und vielleicht erleben wir ja auch ein Revival der Capcom-Zeldas, was sich ja auch viele wünschen. Gut machbar wäre es auf jeden Fall. Man könnte auch noch ein bisschen optimieren, gerade im Vergleich zu Link's Awakening mit der Framerate. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube auch, dass Nintendo dieses Jahr Zelda nicht einfach vergessen wird. Aber kommen wir doch mal zu dem interessantesten Thema, denn die Gerüchte der nächsten Nintendo Switch Revision, auch gerne als Nintendo Switch Pro gehandelt, verdichten sich immer weiter und jetzt wird es richtig interessant. Denn nachdem ja die Nintendo Switch Aula schon mal in der Nintendo Switch Firmware aufgetaucht ist, gibt es jetzt ein neues Update. Und zwar die 12.0 sagt Nintendo zumindest, ist für die Systemstabilität. Aber wir wissen, dass da meistens noch mehr dahinter steckt. Und dieses Mal wird es richtig interessant, denn in dieser neuesten Switch Firmware 12.0 taucht ein neues Nintendo Switch Dock auf. Hier kommen Hinweise zusammen, dass man einen DisplayPort-Anschluss in diesen Nintendo Switch Dock verbaut und einen extra Chip, der da drin arbeitet, um zum Beispiel hochskalierte 4K-Auflösung auf modernen Fernsehern zu erlauben. Das heißt, ihr habt eure Nintendo Switch für den normalen Handheld-Betrieb dabei, könnt weiterhin in 720p spielen, aber zum Hause am Fernseher könnte die Nvidia DLSS-Technologie dafür sorgen, dass das Bild wesentlich schärfer hochskaliert wird. Es gibt nämlich zwei direkte Einträge. Der erste nennt sich ISCRDA FW Update Supported und das CRDA steht wohl laut den Dataminern für Cradle Aula. Und das heißt nichts anderes als ein Nintendo Switch Aula Dock, der eventuell mit der neuen Revision zusammenkommen könnte. Interessant wird halt bloß, wird es auch möglich sein, diesen für eine ältere Revision zu nutzen oder ist der direkt nur für den Nintendo Switch in der neuen Revision verfügbar? Denn dieser DisplayPort wäre eine neue Sache, die alte Nintendo Switch einfach technisch nicht besitzt. Die Nintendo Switch in der alten Revision besitzt einen USB-C-Port und keinen DisplayPort. Denn es gibt noch den zweiten interessanten Eintrag und der nennt sich 4KDP Preferred over USB 3.0. Das heißt, wenn DisplayPort angesprochen wird, ist es so, dass der USB 3.0 Port, der normalerweise für die Datenübertragung zuständig ist, nicht mehr verwendet wird, um höhere Bandbreiten zu ermöglichen. Und ja, das ist ganz offiziell jetzt in der neuen Nintendo Switch Firmware reingeschrieben. Ich glaube, wir können bald mit einer Ankündigung rechnen und die E3 ist nicht mehr weit. Wie gesagt, Mitte Juni wissen wir vielleicht schon mehr. Okay, das war es erstmal mit den großen Themen diese Woche, aber wir haben natürlich noch eine ganze Menge kleiner Themen und ihr wisst ganz genau, wo die kommen, und zwar im Ticker. Kommen wir erstmal zur Mass Effect Legendary Edition und da gibt es tatsächlich mehr Anpassungen, als man gedacht hat. Unter anderem beim Balancing und einige mechanische Verbesserungen hat es getroffen. Shepard kann jetzt zum Beispiel aus dem Kampf spritten, Präzision und Handhabung der Waffen wurden deutlich verbessert und alle relevanten Gegner erleiden jetzt im ersten Spiel Kopftrefferschaden. Da wurden ja vorher einige ausgenommen. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir dürfen gespannt bleiben, wie das endgültige Fazit der Mass Effect Trilogy aussehen wird. Das Großprojekt von IO Interactive, Project
007 wird wohl von mehreren Filmen und Büchern inspiriert, die aus der James-Bond-Reihe stammen. Das hat jetzt der Hersteller bzw. der Entwickler bestätigt und ich bin echt gespannt, denn mein Lieblings-007-Spiel ist immer noch GoldenEye und das ist leider schon ein bisschen veraltet und ich habe den Eindruck, hier gibt man sich besonders viel Mühe. Ist ein Alan Wake 2 in Arbeit? Das könnte jetzt durchaus sein, denn es gibt Gerüchte, dass Epic und Remedy sich auf einen Nachfolger geeinigt haben, denn es gibt momentan keinen anderen Investor für dieses Spiel. Ich bin gespannt, Alan Wake 1 war eines meiner Lieblingsspiele in Sachen Horroratmosphäre und hat unbedingt einen Nachfolger verdient. Wenn ihr Diablo 2 in der Resurrected-Version schon früher spielen wollt, dann habt ihr jetzt offiziell die Gelegenheit. Am 9. April um 16 Uhr geht das Ganze los und endet am 12. April um 19 Uhr. Ihr könnt euch unten über den Link registrieren und schon mal Akt 1 und 2 im technischen Gerüst austesten. Aber denkt daran, das ist keine Vollversion, also es kann noch technische Mängel geben. Und das war es dann auch schon mit der neuen Nerd News. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo dalassen und den Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns jede Woche, normalerweise mittwochs, zur neuen Nerd News. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.